Ja, im Tagebau von Königsaue wurden die verschiedensten Steingeräte natürlich gefunden, wie häufig. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Wir hatten diese drei Steingeräte aufeinander gepackt. Die waren offenbar in einer Tasche. Und das ist ja ganz wichtig, weil es zeigt uns, dass man die Jagdplätze wieder aufsuchte und dass man nicht alle Steingeräte wegwarf, wenn man gerade beim Schlachten war oder Ähnliches, sondern dass man aufwendige offenbar aufbewahrte. Und das führt uns zur Frage, wie machen das eigentlich mobile Steinzeitjäger, dass sie sozusagen ihren Besitz mitführen? Und im Gegensatz zu uns haben die eben kaum Besitz. Sie haben Winterklamotten, sie haben Sommerklamotten, aber da sie immer wieder den Tieren nachwandern, können sie diese Kleidung, aber auch die Steingeräte und andere Dinge, die sie besitzen, nicht einfach mitführen. Sie haben auch keine Tragetiere, sondern es ist einfach so, zumindest interpretieren wir das so, dass sie zum Beispiel die Sommerkleidung ausziehen, in einen Sack packen, an den Baum hochziehen und wenn dann der Winter vorbei ist, dann ziehen sie die Winterkleidung aus, packen sie in den Sack, ziehen die am Baum hoch. Oder sie gehen immer wieder an die gleichen Lagerplätze, weil sie wissen, Sommer- und Winterlagerplätze oder Lagerplätze für die Lachsjagd werden immer wieder aufgesucht und dann hinterlassen sie eben Dinge, die wir dann als Archäologen finden, die möglicherweise zum Wiederbenutzen gedacht waren. Und hier haben wir mit diesen Messern, die offenbar in einem Ledersäckchen waren oder in einem organischen Säckchen, haben wir einen ganz guten Beweis für dieses Verhalten des Wiederaufsuchens und des Wiederbenutzens von Geräten. Dieser unscheinbare kleine schwarze Gegenstand gehört zu den spektakulärsten und wichtigsten Funden der Altsteinzeit überhaupt und zu einem der wichtigsten Funden des Museums. Es handelt sich um ein kleines Stück Birkenpech aus Birkenrinde verschwelt und damit handelt es sich um den ältesten Kunststoff der Menschheitsgeschichte. Es ist ein Klebstoff, der dazu verwendet wurde, Steingeräte auf Holz zu fixieren. Das sieht man ganz gut, weil man den Abdruck eines Steingerätes und von Holz noch in diesem Stück Birkenpech sieht. Gleichzeitig sieht man in dem Stück Birkenpech aber auch noch den Daumenabdruck eines Neandertalers, den einzigen und ersten Daumenabdruck eines Neandertalers. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und es zeigt uns, welche riesige Welt an organischen Stoffen uns verloren gegangen ist. Nur durch glückliche Umstände hat sich dieses Stück Birkenrindenpech im Tagebau Königsaue erhalten. Ja, wenn wir verstehen wollen, wie dieser Klebstoff in der Altsteinzeit vor 80.000 Jahren funktionierte, dann müssen wir uns rezente Beispiele anschauen. Bei den Aborigines in Süd- und Westaustralien hat sich bis ins 19., 20. Jahrhundert genau diese Technik erhalten. Und dort hat man Steinklingen, in diesem Fall Speer- und Pfeilspitzen, mit Birkenpech auf Holzschäften verklebt. Und das kann man hier sehr, sehr gut sehen. Man hat übrigens auch hier Daumenabdrücke. Und ich finde immer sehr gut, wenn man so ein ethnologisches Beispiel hat, das man dann mit den paläolithischen Beispielen vergleichen kann. Denn dann sieht man, dass die Hypothesen, die man aufstellt, auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Also ein Klebstoff des Neandertalers, der älteste Kunststoff der Welt. Und so, das zeigt, dass man in der Archäologie ganz minutiös aufpassen muss und ganz genau untersuchen muss und dass selbst die unscheinbarsten Reste häufig ganz wichtige Informationen bergen. Wir verdanken dieses Stück Birkenpech einem großartigen Ausgräber und Archäologen, nämlich Herrn Professor Manier, dem wir ganz, ganz viele Fundstellen in Mitteldeutschland verdanken. Er hat mit einem unglaublichen persönlichen Engagement diese Fundstellen ausgegraben. Hier in Königsaue, hat er mir erzählt, lebte er bei einer Bauersfrau, die hat ihm immer dicke Brote gemacht, dann hat er eine Flasche Wasser mitgenommen. Und dann ging er in den Tagebau, in dem die Tagebauarbeiter die Kohle abbauten, in Doppelschichten gearbeitet haben. Und er lief immer dem Bagger entlang, und zwar die Doppelschicht, also mindestens 14 Stunden am Tag, ein ganzes Jahr lang ohne einen Tag Urlaub, ohne einen Tag Pause.
das ist ein wahrhaft unglaublicher Einsatz, der Leidenschaft zeigt, aber auch wissenschaftliche Begeisterung. Und dabei hat er mit keinem Tag Krankheitsausfall nicht die Archäologie hier in hervorragender Weise dokumentiert und überhaupt gerettet. Er war der Einzige vor Ort als ganz junger Mann. Und wir können die Dinge heute im Museum sehen, nicht? Das ist praktisch wie bei ganz frühen Entdeckern, nicht? So muss sich Herr Kollege Mania gefühlt haben. Aber wir verdanken ihm dadurch Weltfunde, wie dieses Stück Birkenpech, das uns tatsächlich tiefe Einblicke in die Lebenswelt der Neandertaler gibt.